Touch me like you do. Touch me like you do. So, wo ist der Feind? Love me like you do. Hallo Krigin. Hallo Basti. Wir sind in Folge 32 und wir treffen uns in den Dämonenruinen. Das kam in den letzten vier Folgen fast noch gar nicht vor. Ich finde das neue Intro, das du da übrigens gemacht hast, finde ich ziemlich geil. Das, was wir jetzt seit Dark Souls 3 Folge 1 verwenden? Ja. Ja, finde ich toll. Danke. Ja. Freut mich. Ja. Ich finde es auch ganz witzig. Ja, ne? Ja. Und hier ist das Intro. Siehst du, sag ich ja witzig. So, was? Wo ist der Feind? Dämonenruin. Und wollen wir es jetzt nochmal am Anfang der Folge probieren, um zu beschwören und mal gucken, wie weit wir kommen? Okay. Ich schreibe mich hin. Stimmt, du in deiner Welt. Okay, dann ist nur noch die Frage, wie wir zu deiner Balliste kommen. Okay, dann mach du das. Genau. Ich war mir wirklich nicht sicher, ob du mich wieder veräppeln willst hier oder... Äppeln. Grüne Äpfel. Ja, das war nicht grüne Äpfel. Bevor du das gesagt hast, habe ich gedacht, ich trinke hier das Paradies. Jetzt trinke ich nur noch grünen Apfel. Danke. So muss Gottes Landschaft schmecken. Muss ich mich... Ja. Warte, ich weiß, wie es geht. Aber du hast sogar eine Glutenerze, aber jetzt nicht mehr. Genau. Ich weiß, wie es geht. Siehst du? Siehst du? Stehe ich da noch nicht? Nee. Da steht jemand. Dann rufe ich den nach. Ja. Da, ja, guck mal. Fetten, ja. Riesen, sonst was. Ja, den Typen, den müssen wir auch noch gleich in deinem Gebiet besiegen als echter Mensch, nicht als Phantom. Was? Oder als Phantom? Überfallen hat er uns schon als rotes Phantom in den Katakomben von Katus. Und hier ist er noch als echter Mensch unterwegs. Wieso? Ich brauche mehr Ausdauer. Oh, im See ist noch Horus, stimmt. Den müssen wir noch töten. Mensch, fällt mir gerade ein. Das ist total wichtig. Also in Anführungsstrichen wichtig. Ich folge dir einfach. Ja, wir laufen jetzt wieder runter und dann wieder an den Dämon vorbei. Okay. Und dann wieder in den unteren Flur und dann nach hinten rechts rein. Okay. Warte mal. Ich lenke die Sonne auf mich. Ich weiß nicht, wollte ich warten. Oh, er kommt schnell. Du musst erscheinen. Ja, okay, ich komme. Rette mich. Oh, Sonne. Runter und dann rechts raus. Oh Mann. Genau, und dann Video. Wohin? Da, rechts rein, da, ja, korrekt. Hier lang? Ja. Okay. Und dann rechts wieder. Da? Ja. Genau da rechts. Und dann links runter zu den Fröschen. Ey, lass das. Hast du gesehen? Ja, ja, Mann, der war tot und so. Links runter habe ich gesagt, das ist Quatsch. Doch. Nee, warte mal. Was ist das hier für ein Weg? Alter. Ich laufe mal weg und du kommst da klar, oder? Ich wollte es richtig cool machen, ey, du musst es dir angucken. Ich bin richtig ausgewichen im ersten Angriff. Nee, ich bin richtig dran vorbeigerollt an dem Angriff, umgedreht und voll daneben gehauen. In so einer Rolle, ja? Ja, so richtig. Boah, Alter, ey. So richtig so, wie die Pro das mal. Pro mal. Ey, oh, komm. Deine Seelen. Alter. 7 Millionen. Geil. Cool. Hui, brich dir nicht die Beine, wenn du mit deiner Rüstung hüpfst. Quatsch. Ich kann noch mit schwerem... Oh, er macht Nebel. Nein, er hüpft nur zurück. Wieso macht er das? Ja, der ist halt so. So, hier sind noch ungefähr 7 Frösche oder so, ich weiß es nicht. Aber ja, man kann auch gleich nach links laufen, du hast recht, das ist gut. Da ist nämlich der Ausgang des Gebiets, oder man, ja, ne? Ja, nicht sterben in dem Nebel, das wäre immer gut. Ha, das war ein Teamwork. Titanic-Schuppe. Ja! Als, achso, von der Leiche. Da hinten ist noch einer. Warte mal, kommt auf mich zu. Das Item da oben, da war voll daneben, ey. Oh nein, das war nicht daneben, ich stehe voll im Nebel. Du auch. Er hat seine Taktik voll durchgesetzt. Oh, guck mal, wie ich da oben runtergesprungen bin. Genau. Was gibt das? Was ist das? Aber ich glaube, Funkeltitanit. Das will ich haben. Ja klar, kann ich verstehen. Alles, was glänzt, will man haben. Da müssen wir kurz die Ratten besiegen. Es muss nicht groß sein, teuer reicht. Das sieht echt nicht gesund aus, ey. Ich ne, das... Ich meinte die Ratte, aber... Achso. Okay. Juhu. Hallo. Eiselsstab, hey. Den habe ich in der Hand. Guck mal, hier kannst du sehen, wie er aussieht, wenn du ihn trägst. Gelb? Lang und dürr. Lang und gelb. Lang und gelb. Okay. Sollte man mal zum Arzt gehen? So, erstmal links runter. Warte mal, hinter dem Knollenbaum hier. Da ist dann nämlich dieses Phantom, was ich meine. Nicht das Phantom, sondern dieser NPC.
Ja, gut, wie auch immer er hieß. Der ist sehr, sehr mächtig und stark. Also dein Schild ist echt. Oh, das ist ja schon. Ist er wirklich so mächtig? Ja, dein Schild schlägt er dir sofort weg. So viel kann ich dir sagen. Au. Boah, voll der krasse Typ. Warte. Mhm. Der gehört zu den Stärkecharakteren. Was, bitte? Ja, der hat eine gute Rüstung. Kann man nicht anders sagen. Das war echt krass. Wow. Ich bin tot. Ich hab ihn. Scheiße. Na ja, gut. Warum machst du das? Wieso? Er lässt auf jeden Fall das Rauch-Ultra-Großschwert fallen. Kann sein, dass das jetzt weg ist. Naja, ich hab's ja in der Tasche. Ich hab den ja besiegt. Also ich könnte es dir geben, wenn du diese 50 Stärke-Waffe haben wollen würdest. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt wolltest du gerade umskillen, ja? Naja, war doch lustig. War es nicht. Ich bin gestorben. Einfach nur wegen... aus Pech. Aus Pech? Ja, klar. Was hat er gesagt? Wegrollen sein, und dann bin ich gegen die Wand sein Loschenschwert geschwungen. Ja, Humor ist auch, wenn nur einer lacht. Was stehst du? Hast du dich verschrieben? Ah, ich bin hinter dem Leuchtfeuer auf der anderen Seite vom Raum. Oder? Nee, schon gar nicht. Da war er gerade. Siehst du, hast mich ja schon gefunden. Witzig. Touch me like you do. Touch me like you do. Ja, spielen wir Bloodborne als nächstes, wenn wir hier irgendwann in 7 Jahren durch sind? Nein. Ich find's geil. Ich hab's jetzt echt wieder durchgehauen und... durchgehauen, also die CD zerbrochen. Geiles Spiel. Oder was hast du da genau durchgehauen? Ja, das Spiel. So, ich laufe hier einfach hektisch vorbei. Ja, ist gut, dass du die Leute ablenkst. Oh, ich habe eine Sonne kaputt gemacht. Ich fand mich gut. Das können erstmal nicht viele von sich behaupten. Das stimmt allerdings. Mit einem Pfeil vor allem. Wer hat denn bitteschön, ne? Ich habe einen Pfeil schon mal eine Sonne kaputt gemacht. Ich habe nur Schaden genommen in der Zeit. Ratte verfolgt uns. Ja. Echt, die verfolgt uns? Eben gerade. Das war nur ein Gag, als ich dir nicht zugehört habe. Aber ja, da ist sie. Komm jetzt. Okay. Hier lang. Kommst du mit? Ich bin voll dabei. Okay. Hier lang. Wollen wir an den Fröschen vorbeilaufen? Ein Klammern. Also hinten rechts, ja. Und dann links so ungefähr? Nee, erst links. Genau, also in der hinteren rechten Ecke von diesem Raum. Ja, dann schlag mal den Frosch kaputt, während ich vorbeilaufe. Ja, ich supporte. Ja, klappt doch. Ja, finde ich gut. Ich guck mal, ob der NPC da ist. Nee, ist doch tot, oder? Gucken wir mal. Oder gilt der für mich nicht? Das ist in so einem Moment immer kritisch zu sagen. Ah, er scheint weg zu sein. Toll. Aber hier ist ein Loot. Ah, siehst du, da haben die Entwickler mitgedacht. Schwarzeisen großes Schild kannst du auch nicht tragen. Ne? Sowas passiert halt, um solche Fälle vorzubeugen, du wirst trotzdem belohnt. Hier liegt, glaube ich, noch was in der Ecke. Ja. Ne, ich habe gelogen. Falsche Versprechungen gemacht. Stimmt. Oh, wow, ein Frosch! Und er stellt sich in den Nebel und stirbt gleich. Ne, du hast es geschafft. Klar, was ist los? Kein Problem. Ich hatte noch voll Zeit. So. Und jetzt geht's hier hoch. Du musst ja auch einen Monster Hunter World Charakter machen. Hab ich schon, schön. Aber ich habe immer wieder aufgehört. Wieso? Spiel weiter. Nee, ich hab irgendwie keinen Bock zu spielen. Also ich habe halt Bloodborne gespielt, das war geil. Und dann spielst du Monster Hunter, ja, das ist auch ganz nett. Aber die Zeit war vorbei. Was ist das? Ui. Ich wollte dich eigentlich runterhoppen, aber ging nicht. Was auch cool ist. Was? Aber die staggern auch einfach nicht. Warte. Ah, jetzt schade. Hast du, ja, hau noch. Ich wollte eigentlich. Das war doch cool. Ach, Mano. Also er ist fair im Kampf gestorben, wir nicht, wir waren zu zweit. Wir sind gar nicht gestorben. Hat er gar nichts fallen lassen? Naja. Wie einfach hier alles total gerade, weißt du, so richtig architektonisch gebaut und dann so, ja, kein Bock mehr Höhle. Die Ruinen wurden in den Fels geschlagen. Und hier haben sie aufgehört, ja. Hast du recht. Hm. Hier ging dann die Subventionierung vom Staat aus. Ja, hier waren dann die Riesen zuständig. ja, sind die Längsleiter in der Welt. Bitte nicht einfach Kreis drücken. Sonst fällt man wieder runter. Wieso? Ich drück Kreis. Genau, nicht einmal drücken. Willst du dir noch das... Achso, ja, das Item holen. Also kann man irgendwo runterhören, ne? Ja, ich weiß nicht, ob bei der Leiter oder bei... Ich bin schon eine höher. Ich glaube, du musst noch die Leiter hochklettern da. Und dann siehst du es schon, während du hochkletterst. Achso. Da rechts auf dem Abhang. Nur kann ich wieder drüber springen.
Jo. Wenn das Sekiro wäre, ginge das. Hui. Tot. Drachenreiter Willem. Der ist auch so, was ist denn das? Stärkebogen. Ist das ein Großbogen? Ja, nee, ein Langbogen. Dem alten König des Verlangens, als königliche Garde dienten. Ja, ja, der König des Verlangens. Auf die Fresse gekriegt. Was war denn das? Auf die Fresse gekriegt. Oh, das hat mich abgeschossen. War das die Balliste? Ja, da oben die Balliste, Tatsache. Wir müssen hier ganz schnell nach links laufen. Alter, da wusste ich gar nicht mehr, dass man die Balliste hier auch voll abkriegen kann. Diese Steinruinen da, die werden übrigens zerstört von der Balliste. Hm. Aber hier unten müsste man schon sicher sein. Ich find's krass, dass Steinruinen zerstört werden, wenn ich das Ding gerade voll ins Gesicht gekriegt habe. Ja. Immer noch leben. Oh, warte, ich heil dich. Und mich. Oh, das ist nett. Grazie. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake your booty. So, wo ist jetzt... Wo ist jetzt... Hier sind noch Skelette. Oh ja, komm her, Skelett. Voll daneben. Ah, Navi nicht angeschaltet. Okay. Vielleicht ist die Feueraxt besser. Auch wenn die gerade noch schwächer ist als meine Finsteraxt. Alter, drei Hebe. Liegt da was? Nö. Nee. Nee, ne? Nur jemand was hingepinselt? Nur gute Aussicht oder sowas. Gelobt sei die Sonne, ist immer ein Riesengag in der Höhle. Oh, da sind noch mehr. Okay, ich lock einen an mit einem magischen Superangriff. Okay. Bam, Alter. Ich lock ihn an, nein, er ist tot, er wollte nicht angelockt werden. Hat geklappt. Haben wir sie hingekriegt? Ja, ja, aber... Oh nein, das sind die schweren Typen. Bitte nur einzeln bekämpfen. Das ich finde die gar nicht so schlimm. Ich finde die schnell und die bluten und so. Die machen dich blutend. Guck mal, da... Ich bin fast tot. Und der hört auch nicht auf, mich anzugreifen. Obwohl du ihm in den Rücken haust. So ein Penner. Ja. Also ich sterbe fast, wenn die diesen super Kreuzhieb machen. Okay. Das wollte ich nur mal mitteilen. Okay, das war der Nahkampfangriff. Mal wegstern. Du bist echt schnell. Genau. Zack. Na siehst du, easy peasy. Durch den Umhang gezogen. Ja, war doch recht einfach. Was hast du gemacht? Durch die Oma gezogen? Durch den Umhang gezogen. Ich hab mir schön ein, das ist ein gutes Sprichwort, oder was sie etablieren können. Ich habe mir schön ein durch die Oma gezogen. Was gar keinen Sinn ergibt, aber irgendwie auch eklig klingt. So, hier ist so ein geilen Hebel. Ja. Und diese Maschine. Na gut, dann mache ich das. Ja, ist optional, aber auch zu empfehlen. Gut, tschüss. Mach's gut. Hätte ich bestimmt noch was drum. Wer hat das Ding bespannt? Die hier waren es nicht, die sind tot. Irgendwo muss hier noch was liegen um die Balliste rum, glaube ich. Das ist nur eine Meinung von mir. Bist du sicher? Sicher, sicher? Ich hatte das in Erinnerung. Vielleicht irgendwie hier. Vielleicht. In seinem Schoß. Ach, ich dachte, ihm. Bei mir lag da was. Ja, das Spiel bevorzugt dich. Ja gut, abgesehen davon, ja. Naja, gut, dann hast du halt Pech gehabt. Schön, ja, dann ich halt nicht. Für mich gibt's nichts. So, hier kann man runter und wieder in den See. Der ist jetzt einigermaßen safe. Da hinten sehen wir schon die Treppe, die zum Boss führt und das Nebeltor. Tolle Sache. Ja, du erinnerst dich noch an Andri und Horace? Boah, Alter, das macht zum Glück gar keinen Schaden. Ich heile. Oh. Horace ist ja verrückt geworden. Andri hat nach ihm gesucht. Und Horace finden wir hier unten tatsächlich in dem See. Den könnten wir jetzt auch noch finden in so einer ganz gut versteckten seitlichen Höhle. Nische, Höhle, Nische. Nischenhöhle. Nischenhöhle. Höhlen. Nischigen Höhlen. Genau. Nischigen. Ansonsten sind hier noch eine Menge Krabben unterwegs. Krabben. Die haben wir bei mir ich auch. Ich mag Krabben. Krabben. Am besten sind Nordseekrabben. Wollen wir die besiegen? Gibt uns das irgendwas? Ich überlege überleg gerade, ob da hinten Items liegen. Ach, ich habe doch eine Karte offen, Mann. Ich habe doch das Buch noch hier. Aber du hast die... Nee... Mr. Krabs. Da liegt ein Chaos Gem und Mr. Krabs. Nee, da liegt ehrlich gesagt gar nichts. Außer ein Chaos Edelstein, den du gar nicht brauchst. Weißt du was? Lassen wir, ne? Dann brauche ich nicht. Zum Seelenfarmen ist das natürlich ganz nett, aber. Guck mal, hier ist die Stelle, wo man ein Loch in den Boden schießen lassen kann. Und dann landet man da, wo wir die eine Echse gefunden haben. Erstmal, wenn ich eine Dose öffne, habe ich das Gefühl, ich öffne ein Bier.
Ich trinke aber überhaupt kein Bier aus Dosen. Du bist instant besoffen. Ja, habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht. Ganz komisch. Ja, es schmeckt einfach scheiße. Also Faxe geht, aber der Rest ist alles eklig. Faxe geht. Ja, wenn du in Dänemark oder Norwegen unterwegs bist, dann geht Faxe. Kotzen muss man so oder so. Aber der Rest, der ist, schmeckt einfach nicht aus der Dose. Müssen wir mal zurück. Außer Cola. Was, willst du mich jetzt eigentlich verarschen? Ja, direkt neben der Steintreppe, die wir gerade runtergehüpft sind, ist nämlich die Höhle zu Horace. Außen gibt es zwei, da leuchtet was. Ja, siehst du, genau. Also hier ist nämlich diesen Abhang hier sind wir, ja, kannst alles einsammeln. Diesen Abhang hier sind wir zuerst runtergekommen. Hier haben wir den schwelenden See zuerst betreten, konnten aber uns noch nicht umgucken, weil uns die Balliste beschossen hat. Und deswegen sind wir erstmal ganz panisch an dem Sandwurm vorbeigelaufen und so. Und dann wurden wir hinterrücks von einem Invader platt gemacht. Mehrmals. Ja, aber dieser Höhle ist Horace, der verrückt geworden Horace, den töten wir jetzt. Weil wenn wir ihn nicht töten, tötet er später Anri und das wollen wir natürlich nicht. Nö. Oh, der Echse. Oh ja. Ich habe daneben gehauen. No. Okay. Bestimmt funkelt dich ja nicht. No, ich bin so gut, ey. Das hast du erkannt, ne? Ja. Einen besonderen Gang der Echse. Da ist noch eine. Cool. Leck mich fertig. Ich laufe an ihr vorbei, damit sie in deine Richtung läuft. Sehr schön. Okay, funktioniert los. Nicht. Funktioniert nicht. Ich habe Schaden genommen? Nee. Aber irgendwas hat mich erwischt. Naja. So, da hinten steht in deiner Welt zumindest Horace. Ich sehe ihn nicht mal. Ich sehe ihn. Also ich sehe ihn, aber nur als Geist. Das heißt... So in der Mitte. Ich könnte ihn eventuell gar nicht angreifen. Ja, scheiße. Du musst ihn selber töten. Tut mir jetzt leid. Aber ich kann ihm keinen Schaden zufügen. Ist ja fies. Der wird hier voll als NPC behandelt, obwohl er auch eigentlich offensichtlich ein Gegner ist. Aber dann wiederum schaffst du das schon. Sein Schild ist auf meine Ausdauer achte. Ich wollte eigentlich mal wächst. Ich könnte dich heilen, das ist eine gute Idee. Guck mal, ich halte mich hier so bereit und wenn du Heilung brauchst, dann kannst du einfach in meine Nähe kommen und ich lasse den Knopf los. Das ist doch eine gute Idee. Ich bin dein Pokémon-Center auf Schritt und Tritt. Das finde ich gut. Dass du sogar im Kampf verwenden kannst. Ich brauche aber... Nee, du schlägst dich sehr gut, muss ich sagen. Ich wollte dich eigentlich mal backstabben. Wäre schon cool, oder? Es passt auch zu deinem Spielstil, muss ich sagen. Ja, backstabben. Ja, oh Mann. Oh. Ja, die Leute mit Rüstung und so. Na gut. Wow. Ja gut, ist ein NPC, muss man sagen. Die sind natürlich künstlich verstärkt. Boah. Aber scheiße. Oh, komm mal besser zu mir. So, jetzt bitte. Oh Gott sei Dank, danke. Das war knapp. Ich halte mich wieder bereit. Boah, krasser Typ. Ja. Er will Heilung abgreifen. So eine Wurst. Ja, Mann. Ich hab to do. Oh, ich hab keinen blauen Essus mehr. Das hat sich richtig gelohnt. Pow. So, okay. Was kriegst du von ihm? Pow. Pow, wow. Okay, ist weg. Levelin Schild. Oder? Sein Schild. Pow. Okay. Nein, das war nur ich. Jetzt ist er weg. Große Scherbe, sehr gut. Okay. Noch eine große Scherbe. Okay. Wow, was da wohl liegt? Ah, ich weiß es. Da haben nämlich Penner auch Nachrichten geschrieben, damit du die Nachrichten liest und nicht das Item einsammeln kannst. Das ist dann immer so, das ist total witzig. Ja, genau. Aber es liegen auch nur gelbe Käferkügelchen da, die einfach keinen Schwein braucht. Ja, schön. Okay, das war toll. Ja. Haben wir den in deinem Nee, Welt? Genau, das ist der Punkt. Ich verschwinde jetzt, ich kann es ja nur alleine machen, also dafür muss ich dich jetzt nicht beschwören. Okay, dann loote ich ihn noch ein bisschen. Genau, du kannst dich einfach noch ein bisschen im See umgucken. Ist da schon wieder eine? Oder ist die einfach noch nicht abgehauen? Mhm. Hallo? Okay. Die bleiben liegen, die Leichen, ja. Sind das denn Leichen oder Kadaver? Mhm. Auch so eine Frage, die man nur mit Ja beantworten möchte. Ich finde es schon wichtig, dass wir da den richtigen Ausdruck haben. Ja? Ja. Weil das ist ein Unterschied. Ich habe gelesen, sorry, dass ich dich unterbreche. Ach, das kennst du ja. Der Eiselitz Schwarz. Wenn wir klein sind, machst du das. Ja. Als du angefangen hast, meine Modelle zu kaputt zu machen. Diese Eiselitzstab. Ich habe gerade total wichtige Gedanken im Kopf. Okay. Der Eiselitzstab, den ich hier verwende, ich dachte letztes Mal, das ist der beste Stab, den ich habe, weil er den höchsten Buff-Zauberwert hat. Stimmt aber gar nicht. Dieser Buff-Zauber, der da steht, die 152, gilt nur für Pyromantien. Denn dieser Stab kann auch. Mit dem entstehenden Flamme des Chaos, wo die Hexen zu Hause dann schauen.
Dunkle. Ah ja, genau. Wenn ich damit dunkle Zaubereien verwende, dann wird Glaube und Intelligenz verwendet zum Skalieren. Wenn ich aber normale Zaubereien verwende, also die blauen Zaubereien, dann wird nur mit Intelligenz verwendet und dadurch wird er dann schwächer. Oh, ist das nicht spannend? Das heißt, ich nehme doch wieder einen anderen Stab. Den Stab des Ketzers. Ja. Also mit dunklen Zaubereien wäre der Stab jetzt besser, aber ich habe gerade keine dunklen Zaubereien ausgerüstet. Okay. Oh, das ist interessant, ja. Nee, ich finde das wirklich gut. Ja. Das ist auch sehr informativ. Habe ich gelesen im Internet. Hast du gelesen? Du glaubst das, was im Internet steht? Mhm. Stimmt. Da. Also nicht alles, aber... Die lügen nicht im Internet. Also wenn hier keine Balliste aktiv ist und der Wurm weg ist, ist es hier überraschend... Ja, kann man so locker... Friedlich. Die Krabben sind halt ganz woanders, wo auch gar nichts weiter rumliegt, außer im Chaos-Gem. Ja. Hat man eine gute Zeit hier, ne? Ja, und da wäre jetzt der Boss. Ich überlege gerade, ob wir nochmal mit Andri reden müssen. Die steht vielleicht immer noch oben in den... Oh, scheiße, ich bin zu weit gelaufen. Ich gehe mit ihr da rein. Jo, mit Kukulus. Ah, da ist die Höhle. So, wie mache ich es denn im Nahkampf? Ja, ich muss das Seelengroßschwert verwenden. Das ist schon ein gutes Schwert. Jungdrachenring, habe ich auch keinen besseren. Mir gehen auf jeden Fall gerade die Spiele aus. Monster Hunter World ist eine schöne Sache, es macht Spaß und so, hat einen guten Timeslinging-Effekt und ja, man ist ja gut am Farmen und so und, ne? Es ist ein langes Spiel auf jeden Fall. Das ich glaube gar nicht, dass es so lang ist. Ja, also ich sag mal so, wenn du anfängst online zu spielen und dann wirklich farmen willst, dann musst du jedes Monster auch 100 Mal besiegen, damit du alle alle Materialien bekommst, um dir die Rüstung umzubauen und so. Ja. Und die Waffen, dann dauert das Spiel lange. Und dann hast du aber auch Bock mit Freunden, ne? So richtig schön ein abzuspielen. Ja, aber ich muss aber auch sagen, das ist wie ein Magnet, ne? Falschen Pol. Genau. Und Brocken, wow. Das ist gut. Ja, red weiter. Da siehst du mich gerade. Noch nicht. Man kommt überraschend schnell voran. Wow, ich bei Monster Hunter. Ja. Also, ich habe jetzt auch extra, es gibt nämlich diese Wächterrüstung, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Ja, ja, die Startrüstung. Ja, ja, das ist eine dieser Startrüstungen, das hat mir hier Andrea, ein Kumpel, erzählt. Der hat da schon zig, 100 Stunden hat er schon. In dem Spiel. Und das ist so eine Rüstung quasi, die ist eigentlich nur dafür da, die wurde ins Spiel implementiert, damit man, also mit der Erweiterung kam, die mit dem Addon hier Iceborne, damit man das Grundspiel quasi schnell durchrushen kann. Ja. Ja, dann habe ich natürlich direkt nochmal neu angefangen und habe eine Kettenrüstung genommen. Ja, weil es einfach mehr Spaß bringt, sage ich mal. Ja. Ja, genau. Und wenn du dich dann wirklich damit beschäftigst und dann habe ich angefangen, wirklich die ersten Fallen und warum, wieso, weshalb und die ganzen Nebenmissionen, optionalen Quests, habe auch mal auf Notleuchtfeuer reagiert und so. Aha. Ist ganz cool. Ja. Ich muss allerdings auch so sagen, jetzt bin ich halt in diese Heimat der Ältesten und da musst du Spuren finden und auf dem Weg irgendwie noch drei Monster sichten. Davon habe ich einfach mal direkt zwei instant gefangen. Nicht, weil ich jetzt total imbar bin, sondern einfach nur, weil es einfach auch nicht schwer ist. Ja. Und du auch keine Schwierigkeit einstellen kannst. Also ich habe es mir nicht irgendwie einfach gemacht oder so. Und ich habe auch nichts Besonderes beachtet oder so. Also es kann schon sein, dass das Spiel ein bisschen einfacher geworden ist mit der Zeit, ja? Also im Gegensatz zu älteren Teilen der Reihe. Ich habe die älteren Teile ja nie gespielt. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt... Ja. Okay. Na gut. Ich werde jetzt erstmal das Hauptspiel erstmal durchspielen und dann werde ich mal Iceborne mal probieren. Das wird auf jeden Fall auch knackig, denke ich mal. Ich bin gespannt. Also gerade die letzten Monster in so einem Spiel, die stärksten, die sind dann wirklich knackig, ja. Und dann hast du halt irgendwelche riesigen Drachen, die sich wie wild um sich drehen und du musst halt rollen. Und all sowas. Hat man Invincibility Frames beim Rollen? Ja, ne? Das weiß ich gar nicht. So wie hier? Ich glaube schon. Müsste sein. Also es ist ganz oft so, dass es einfach unfair ist. Unfair aber in beide Richtungen. Ja. Also auch, dass du Monster da so platt machst, weil du die irgendwie in so eine Ecke drängst, dann hängen die auf so zwei Steinen fest, dann werden die ständig gestaggert, kommen nicht zum Angriff und dann machst du die einfach... Okay. Einfach weg. Mhm. So. Wo bist du jetzt hin? Zum Feuerbahnschrein, wir werden jetzt die Folge wenden. Achso. Und es macht überraschend viel Spaß. Also es ist mal ganz witzig. Ja. Aber wieder kein PS5-Spiel. Ich habe keinen PS5-Titel, den ich gerade zocken kann. Aber du kannst es in 4K 60 Frames zocken. Aber nein. Nee, ich habe keinen 4K-Fernseher. Sorry, ich wollte dich da jetzt nicht wieder dran erinnern. Zwei HD-Fernseher? Ja. Nebeneinander, aber... Ach so, okay. Ja.
Aber das stört überhaupt nicht, weil. Ja. Ne? Also, Also, So, kann ich hier noch was machen? Große Scherde. Ja, Ich werde ja, sobald wir das Feuergebiet durch haben, werde ich wieder auf Pyromantie umschwenken. So viel steht mal fest. Ich werde mir jetzt auch den großen Chaos-Feuerball kaufen. Weil der einfach geil ist. 32 Fokuspunkte. Starkes Schwitzen. Ach, guck mal. Ach so, ja. Eine Stufe kriegst du. Und wenn du dann noch große Brocken hast, dann... Ne, einer fehlt noch. Einer fehlt. Aber ich habe einen. Aber den brauche ich selber. Ja, nur. Oh, sogar meine Haltung verbessert sich. Uso? Die Skalierung. Haltung, ja gut, das bringt dir leider nichts. Das ich freue mich über alles. Also das würde dir was bringen. Ich auch über die kleinen Dinge freuen. Wenn du das Katana zum Blocken benutzen würdest, wenn du es zwei hier nicht hältst. Sorry, dass ich da enttäusche. Zombie, ey. Nur wenn da dreistellig packst du mit, dann toll. Nee, ich finde das schön. Na gut. Ein Punkt Haltung. Das werde ich merken. Und die Skalierung geht sogar ein bisschen hoch. Beweglichkeit von A auf A besser, aber vielleicht dann ja irgendwann auf S. Ja, wird es auf jeden Fall. Definitiv. Wahrscheinlich bei 10 oder so, ne? Kann sein. Aber es passiert. Und guck mal, du kriegst ja jetzt schon durch die Skalierungserhöhung 8 Punkte mehr Schaden, ne? Das ist schon was. Und dann nochmal 10 Basisschaden mehr, also 18 Punkte für die Stufe. Das ist schon. Das ist schon, da kann man nicht meckern. Ja. Kann man. Kann man, aber ist unangebracht. Nahezu nicht gerechtfertigt. Was mit meinem Bogen? Oh, guck mal. Den musst du auch mal erhöhen hier. Der ist wichtig, der Bogen. Gucke. Siehst du. Der verursacht auch guten Schaden. Ist Pfarrer Schwarzbogen eigentlich der beste? Ja. Für mich so? Ja. Nee, wirklich? Ja. Komplett? Ja. Gibt es keine andere. Naja, das ist der Bogen, der später am besten skaliert. Das ist richtig viel besser. Da gibt's, na gut, 6 Punkte plus nochmal 6, 12 Punkte mehr. Mhm. Okay. Ja. Brauche ich hier irgendwas? Oh ja. Nimm das Erscheinungsbild eines Phantoms an. Das ist mega witzig. Kann man Leute reinlegen. Haltung. Ist hier Haltung auch schlecht? Auch egal? Nee, hier ist gut. Gerade bei der. War das eine erste Frage? Ja. Okay. Bei deinem Schild ist Haltung einer der wichtigsten Werte. Weil der bestimmt natürlich, wie viel Ausdauer du verlierst beim Blocken. Also sehr, sehr wichtig. Meinst du wirst nochmal in Stärkeschild gehen? Nee, oder? Ich weiß es nicht. In so ein dreifiger Schild? Ich glaube nicht. Wir müssen irgendwann mal wieder ein Bossblatt machen, dass ich weiß, ob ich jemals wieder ein Level kriege. Ja. Machen wir in der nächsten Folge. Zurzeit gehen wir also für Zaubereien und Pfeile aus. Ich rüste schon mal meine Finsteraxt aus. Pfeile. Ganz wichtig, 10.000 Seelen muss man loswerden. Pfeile. Was kostet zurzeit ein Level? Ungefähr? 25.000. Also kann man ruhig mal 10.000 Seelen ausgeben. 16. Wie viel bringt die? 3.000. Ja. Du kannst sie verkaufen, dann siehst du es. Ah, ne. Aber es wird nicht genug sein. So viel kann ich dir sagen. Ja, wir machen einen Boss. Das ist das. Das stimmt man noch nicht. Wir machen einen Boss. Okay. Alles klar. Also, und wenn dann, ne? Und so. Alles klar. Okay, cool. Jo. Sehr schön. Boss, was, das nächste Folge? Runde? Boss? Ja, das war Folge 32. In der nächsten Folge schließen wir diesen Lava-Bereich ab. Den schwelenden See. Okay. Und dann geht's hinter dem Hochfürsten Wollnir weiter in diese eine Tür, die sich geöffnet hat. Du hast vielleicht keine Erinnerungsvermögen mehr daran, aber als wir den Skelettriesen da besiegt haben in der Finsternis, hat sich hinter dieser Kammer dann eine Tür geöffnet. Da gehen wir dann rein. Sehr schön, ich freue mich. Geil, Mann. Okay. Cool. Bis dann.